das Itaquerao-Stadion in Sao Paulo. Hier tritt mit Argentinien der letzte Titelkandidat zu seinem Achtelfinalspiel an. Es geht gegen die Schweiz. Und gegen die Eidgenossen ist die Albiceleste nicht nur wegen des bisherigen Turnierverlaufs klarer Favorit. Das liegt vor allem auch an Lionel Messi. Messi spielt eine großartige WM. Das ist, was alle von uns erwartet haben. Das ist das, was er selbst erwartet hat. Das ist, was seine Teamkollegen erwartet haben. Und das ist, was ganz Argentinien erwartet. Ich bin sehr froh für das Team und für ihn natürlich auch. Er ist ein Schlüsselspieler für uns. Maradona war ein Schlüsselspieler und Messi ist es jetzt genauso. Der vierfache Weltfußballer tat sich in der Nationalmannschaft lange schwer. Das änderte sich erst, als Alejandro Sabella übernahm. Er verstand es, das Team um den Superstar herumzubauen. Denn ein Team, in dem sich Messi wohlfühlt, gehört in allen Wettbewerben zum engeren Favoritenkreis. Selbst wenn ein Stürmer wie Agüero ausfällt. Lionel Messi bekommt wahrscheinlich Ezequiel Lavezzi an die Seite gestellt. Falls Lavezzi spielt, kann er in zwei verschiedenen Positionen spielen, entweder als Stürmer oder auf den Flügeln. Also könnten wir zwei Systeme mit nur einem Spieler spielen. Aber ich sage Ihnen, über die Aufstellung habe ich noch nicht entschieden. Vier Tore hat Messi bei der WM bisher erzielt. Trifft er auch gegen die Schweiz, stehen die argentinischen Chancen auf die dritte Viertelfinalteilnahme in Folge gut. Erfreulich für die Albiceleste? Nachdem sie 2006 und 2010 im Viertelfinale jeweils an Deutschland scheiterte, ist ein Aufeinandertreffen in diesem Jahr erst im Finale möglich.